Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Powered by CMS Hasche Siegle. Ja, dann schauen wir nochmal auf die Erfahrungen der Schaufenster. Sie haben ja früh zumindest in Stuttgart den Case gemacht, dass Sie in die Ladeinfrastruktur investiert haben, dass Sie in Vorleistungen gegangen sind, die hinzustellen als Basis für alles Weitere. In Berlin habe ich gerade das Gefühl, da wird das Rad nochmal neu erfunden. Die ganzen Erfahrungen, die Sie in Stuttgart schon gemacht haben, Einphasentarif, ja, das fängt da alles wieder von vorne an. Wie haben Sie das erlebt? Lernen die Schaufenster da nicht genug voneinander, wo doch eigentlich alles dokumentiert und publiziert wird in tausendfacher Form? Ich gehe davon aus, dass in allen Regionen in Deutschland oder auch weit darüber hinaus, dass die Kenntnisse heute zu dem Thema Ladeinfrastruktur technisch, wie auch von den Geschäftsmodellen her, vorliegt und bekannt ist. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie kann ich Strom für Mobilität liefern und wann wird dieses irgendwann mal ein positives Gewinnmodell? Das haben wir heute noch nicht erreicht. Das ist auch sehr schwierig. Der Strom hat Kosten, die Ladeinfrastruktur hat Kosten. Irgendwann muss man sich auch überlegen, wie legt man Steuern, die heute auf einem Kraftstoff wie Benzin sind, zusätzlich auf einen Mobilitätsstrom um. Und dann entsteht daraus rechnerischen Preis. Und dieser Preis muss attraktiv sein für den Kunden, der tankt, egal ob nach einem Zeittarif oder nach einem Kilowattstundentarif. Und dann wird es darum gehen, wer bietet das an und hat ein Gewinnversprechen damit. Hier ist noch schwer dran zu arbeiten, dass wir das schaffen. Und noch keiner hat den Stein der Weisen hier entdeckt. Aber wir arbeiten dran und wenn wir ihn gefunden haben, werden wir es auch allen mitteilen. Sind wir Deutschen da vielleicht auch immer ein bisschen zu verkrampft, dass wir immer erst das Geschäftsmodell brauchen, bevor wir dann das Produkt schaffen? Weil der Amerikaner, ich spreche ihn aus, Tesla sagt ja, ist mir alles völlig egal, ich stelle jetzt erstmal die Infrastruktur hin, weil ich brauche sie und dann überlege ich später, was ich damit mache. Bei Tesla sehen wir eine ganz mutige Firma, die aber ständig in der Investitionsphase ist. Tesla ist noch mit keinem Produkt in der Phase, dass man schon lange investiert hat und dann daraus auch nachher die Früchte ernten kann. Ja, und genau in der Investitionsphase sind wir auch. Und da gibt es verschiedene Modelle. Tesla geht eine Mischkalkulation am Ende, indem sie sagen, mit dem Auto verkaufe ich einen bestimmten Teil an Stromlieferung mit. Dieses System machen die meisten unserer Hersteller nicht, sondern sie gehen hin und sagen, ich möchte gern, dass die Energie separat geliefert wird. Das sind beides relevante Geschäftsmodelle und man kann auch heute noch nicht sagen, was sich am Markt durchsetzen wird. Wenn ich es richtig höre, wird auch Tesla zum Beispiel bei einem Model 3 ein anderes Modell wählen. Und so glaube ich, wird es im Markt nachher immer verschiedene Modelle geben, wie das auch heute so ist, mit anderen Energieformen. Und am Markt wird sich durchsetzen, was das beste Gewinnversprechen hat und für den Kunden den besten Preis für die Leistung bietet. Das sind Marktgesetze und denen wird sich die Elektromobilität auch nicht entziehen können. Ja, Herr Logan, jetzt treffen wir uns ja nicht das erste Mal auf der Hannover Messe. Jedes Jahr gibt es viele neue, spannende Innovationen von Mittelständlern, von Unternehmen aller Art aus Ihrer Region. Ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt genug geforscht, wir müssen mal irgendwie auf die Straße damit. Was ist Ihre Prognose für die nächsten Jahre? Ich glaube, gerade unser Baden-Württemberg-Pavillon hier auf der Hannover Messe zeigt, Baden-Württemberg und auch ganz Deutschland ist bis in die Haarspitzen aufgeladen mit Know-how, mit Wissen. Viele Partner, Mittelständler, große Unternehmen, Forschungsinstitute wissen genau, wie man das Thema zu handhaben hat. Wir haben große Technologiekenntnisse. Vieles müssen wir auch noch erringen an Technologiekenntnissen, wie zum Beispiel ein Hochvoltladen. Da müssen wir noch viele Schritte miteinander machen. Aber wir müssen gleichzeitig weiter forschen für die nächsten Schritte und wir müssen die Dinge auf die Straße bringen bei dem Wissen, das wir heute schon haben. Ja, und ich sage das immer ganz auf den Punkt gebracht, Kosten runter, Stückzahl rauf, das sind gerade die beiden Dinge, die wir parallel nebeneinander her tun müssen. Und wie geht es dann ganz konkret bei Ihnen in Baden-Württemberg weiter? Man hat ja diesen Begriff des Schaufensters, da könnte man jetzt die Rollläden runterlassen und das Licht ausmachen oder geht es jetzt eigentlich erst richtig los? Ja, in den Schaufenstern ist kein Ausverkauf, das ist keine Resterampe. Ja. Nein, ganz im Gegenteil, wir wissen sehr gut, wie wir auf der technologischen Seite weitere Projekte machen, um uns weiterzuentwickeln. Und wir wissen auf der anderen Seite gut, wie wir mit neuen Projekten arbeiten möchten, um Elektromobilität im Markt zu verbreiten. Und wir wissen auch sehr gut, wie wir weiter Ladeinfrastruktur ausrollen werden. Die Pläne stecken in den Schubladen und ich denke, in Baden-Württemberg wird man die nächsten Monate bei vielen Dingen noch viel sehen und hören können, wie wir das Thema weitertreiben, weil wir glauben an das Thema Elektromobilität und wir glauben auch an das Thema Wasserstoffmobilität.